Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zum großen, ja, Castle Story AI Chaos. Kann es leider nicht anders sagen mittlerweile. Ich hab's aufgegeben. So, ihr beide baut gleich mal den noch ab. Dann habt ihr zwei, beide 20 im Sack, hoffe ich mal. Ja. Gut. Wir sind weiter hier fleißig beim Füllen und Abbauen und noch mehr Füllen. Ja, und die sind dabei, Müll zu machen. Weil sie irgendwelche ziemlich tiefen Löcher hier reinhauen, teilweise. Und absolut keine Treppen machen wollen mehr. So. Ich bin nachher mal echt, wenn wir hier einen Query in die Tiefe machen, gespannt, ob sie dann auch solche Probleme veranstalten. Oder ob das besser klappt. Weil wäre auch zu erwarten, dass ich einfach schuld bin, weil ich zu viele Erwartungen an die Brickthorns habe. Dass sie eigentlich gar nicht mit dem Quarry dafür geeignet sind, Berge so abzutragen. Ja, gucken wir einfach. Die füllen hier weiter fleißig auf. Und die bauen weiter fleißig ab. Und ja, sind weiter fleißig komisch. Im Augenblick haben sie es echt wieder damit, einen Haufen Müll zu hinterlassen, sage ich jetzt mal. Und ja, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum sie keine Lust mehr haben, Treppen zu bauen. Wenn ich danach einen Quarry in die Tiefe mache und da immer noch das Problem ist, dann haben wir echt ein Problem. Oh, sehr schön. Können wir das
Ist ganz an den Rand schieben. Jawohl, wir können das bis an den Rand. Das heißt, sie können das auffüllen und dann können sie hier drüben weitermachen. Yippie. Da sind wir nämlich schon mal hier mit der Reihe fertig. Sind noch 3,5 Schichten. So, ihr zwei. Sehr gut. Gut, es geht eh, wenigstens geht es voran, das ist die Hauptsache. Auch wenn es manchmal anstrengend ist. Hier sind es nicht mehr viele.
So, jetzt musst du wieder aufräumen. Gut. Hallo. Ja. Die machen nicht komische Sachen hier. Teilweise richtig komische Sachen. Zum Beispiel einfach mal hier außen rumgehen. Bin ich froh, wenn sie das Stück abgebaut haben und nur noch das Stück ist, weil das erreichen sie eh hauptsächlich dann über die Treppe hier. Okay, wir befinden uns hier langsam auf der Zielgeraden. Was sagt denn der Corrupt Moon? Der ist da, also dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir mal wieder einen Sonnenaufgang haben und Tageslicht. Das sind jetzt recht krumme Zahlen, die ihr da mit euch rumschleppt, ey. Ah ja, es dauert auch nicht mehr lange, dann können wir sie wieder darüber verschieben. Aber hoffentlich erst nachdem das gefüllt ist. Aber ja, das dürfte auch nicht mehr so lange dauern, das hier zu füllen. Oh, es dauert sowieso nicht mehr lange, weil die ersten laufen mit ihren halb gefüllten Beuteln zurück. Das heißt, ich kann anfangen, sie umzuschwenken. So, du kannst jetzt noch da drüben hin und die anderen beiden fehlen noch. Dann müssen wir gucken, dass wir den Flatten-Task verschieben, weil die haben bald das Lager wieder voll gemacht. Aber hey, es wird etwas heller, wir sehen. Also ich sehe jedenfalls wieder zum Glück etwas mehr.
So, ich nehme einfach mal den Flatten Task. Ja, warum geht er nicht nach oben? Okay, dann muss ich es eben so machen fürs Erste. Wieder mal so ein Dilemma. Na, sammle die beiden Steinchen ein, die da fehlen. Dann kannst du auch das Stück vor der Treppe entsorgen. Weil die brauchen wir scheinbar ja auch nicht mehr. Was auch immer das gerade wieder war. Ich will es nicht wissen. So. Ach, du bist voll. Hast du doch Probleme, ey. Ihr habt wahrscheinlich keine, ihr wollt mich einfach nur veralbern. Aber hey, die Sonne geht wenigstens wieder auf. Das muss man ja ehrlich sagen, haben sie schön hingekriegt in dem Spiel, den Sonnenaufgang. Dadurch fühlt sich alles auch irgendwie wieder so ein bisschen befreit an. So, jetzt sind es noch zwei Ebenen, wenn die letzte dann angefangen wird. Was allerdings etwas dauern könnte, weil wir die ja jetzt gleich verschieben werden. So. Genau, ihr schnappt euch einfach von irgendwo Steine. Heizt los.
mal. Warum zur Hölle nimmst du von da Steine?